Daniel, what's going on here? Sean, wait. Don't freak out. I can't explain. Let me tell him. Sean, I know it sounds crazy, but I have a superpower. You saw me yesterday. I know you did. I was flying. I can move things. Objects. Mind. Oh, superpower. Du also, ja? Really? Yes. Well, that's pretty cool, Chris. So, you're like a superhero? I'm Captain Spirit. I can bend any matter to my will. Flip is also Superman. But that's my secret identity, so you can't tell anybody. Oh, I can keep a secret, Captain Spirit. Now you're an official member of the Spirit Squad. If you betray us, I'll disintegrate you. Nah, just kidding. Das wird nicht an Sean liegen. Brauchen. Team Signal. Totally. I'm gonna be Super Wolf. What's your super name, Sean? Gar keiner. Oh, Silver Runner für sein Laufen. Eigentlich mega gut. How about the Silver Runner? Cool? Cool, right? Not bad. That's true, you're a great runner. Oh. Okay, guys, I think we're ready to roll. Excuse me. Wir dürfen nicht weg. I'm Sean. Oh yeah, sorry man. You're here for Daniel. Hey, let's make it official. I'm Charles Erickson. Nice to meet you. Hope you know that Daniel and Chris are a dangerous team. We better watch out, or they're gonna take over the world. Yeah. They share a lot of things. As thick as thieves. Can we go get the Christmas tree now? We're both ready to fly. Yes, yes, yes. The team has been waiting too long. Hey, you should come along too. There's nothing going on over here. Yes! Can't wait to see all the decorations. And Sean, we could buy Christmas presents for Grandma and Grandpa. Well, they'll worry if we leave the house. And remember, you still have to get better, Daniel. Sean, come on. You know, I haven't done anything fun since I got sick. It's the first time I've been out for days. Junge, was verstehst du nicht daran, dass wir uns verstecken? Anyway, they'll be at the service for at least another hour. Yeah, Sean, I can show Daniel around. You can come with us. Please say yes. Please, please, please. Okay. You win. Oh Mann, das wird mir nicht als Entscheidung gegeben. So let's go. Oh, das ist eine ganz dumme Idee. Das ist eine ganz, ganz dumme Idee. Dangerous. Okay, Team, give me a time out to clean up the back seat. I'll honk when I'm done. Ooh, can I use the bathroom? Of course. Oh, you'll see my comic books. Conn hat mich an Kevin von Kevin allein zu Hause. Hey, you want to see my toys? Oh, score! The new hot dog man? Since you're a new member of the team, you have to know everybody. These are Captain Spirit's friends and his enemies. Dude, that's pretty cool. Can you guess who are the good guys and the villains? Let's see. Oh, wenn ich das jetzt noch wüsste von damals. Careful. It may be tricky. Oh, shit. Look closely. Ja. Hätte mir mein eigenes Let's Play nochmal angeguckt. Bad guys, the good guys. Not that easy, right? The bad guys, the good guys. Ich bin mir echt nicht sicher, ne? Aber ich rate jetzt. Okay. How did I do? Not bad.
You're almost right. It was a bit tricky. Okay, fuck. Let me introduce them to you. This is Team Spirit, the good guys. There's oh. The Forest Warrior, Power zu viel zu den Schurken gesteckt, naja. T-Rex and Sky Pirate. So, who are the bad guys? That's Noctarius and the Shark Stinger. There's ich dachte, irgendwie ein 3-3. But he's out in the garden. But they're all working for Mantroid, who's the real supervillain. So, where is he? Hiding out on his evil planet, waiting for me. But oh, Captain das Ende Spirit and auch noch. Superwolf will make sure he doesn't hurt anyone. Yeah, strength in numbers. Sounds like Mantroid is in trouble. Just wait until he sees what Captain Spirit can do now. Yeah. Yeah. About that. Does your dad know about any of this? Did he see something yesterday? No, he didn't see anything, and the power didn't work yesterday. After I fell. Woran das nur lag? Must have been too tired. Okay, good. I mean, he could be pretty disturbed if he knew. Definitely not telling Dad. I don't want to freak him out. He's worried about other stuff anyway. Chris, it's none of my business, but are you and your dad okay? What do you mean? I don't know. Claire seems to be worried about you guys. Claire's always worried. We're cool. Totally. He's just... he has a hard time being on his own. Er ist ein Alkoholiker. Chris. I know life can get pretty tough. Trust me. Oh ja. But you'll be okay. You're an awesome kid. Thanks, Sean. But I don't feel scared anymore. I have the power. And I have Daniel. Ah, too cold. Sorry, the water eater is still broken. There's the signal. Come on, Daniel. Hey! Pro tip. Don't go in there. Yeah. Okay, Squad. Let's roll. Wirklich, ich hätte das Collectible nur bekommen, wenn ich die alle richtig gemacht hätte. Das ist belastend. You need my jacket? I don't want you catching another cold. No, I'm good. Das Wein zum Essen, Rest der Flasche dann beim Fernsehen schauen. Don't be waving your arms around when I'm driving. Wahrscheinlich läuft das so bei dem, ja. Remember, Daniel. Don't mess around. All right. Jeez. Ich halte das immer noch nicht für eine gute Idee. Liegt das nur an mir? Ich bin damit absolut nicht einverstanden, dass die beiden einfach wegfahren. Bin deiner Meinung, na wenigstens noch jemand. Vor allem total inkonsequent. Wir erinnern, als Sean Daniel an die Regeln. Und halten uns selbst nicht dran. Ich denke auch, dass das eine doofe Idee ist. Gut, dann fühle ich mich wenigstens bestärkt. Dankeschön. Tolles Vorbild, bist du, Nolan. Hey, da durfte ich nicht entscheiden. Hätte ich Entscheidungen gehabt, wäre ich jetzt da geblieben. Safe okay, Großeltern einen dann. Ach, sehen die Großeltern einen dann, dann hagelt's Arschgranaten oder so. Maybe. Go ahead and we'll come back to meet you, okay? Brothers meeting, sure. But don't get lost. Dude, what the fuck are you doing?
I can't believe it. How many times do we have to keep going over the rules? Don't show the power. I know. But Chris thinks he can do all this cool stuff. I wish he could. He reminds me of Noah. I just miss having friends, Sean. Jetzt bin ich mal gespannt. Worauf bist du gespannt, Lena? Wie ich jetzt mich entscheide? Wait. Worauf soll ich warten, Neo? Tell me. Ich bin immer noch der Meinung. Hört auf, Kinder mit Lügen zu schützen, dann macht es nur noch schlimmer. Konfrontation dieser Entscheidung gerade deine. Was? Die konfrontieren dieser Entscheidung gerade deine bisherigen Prinzipien in dem Spiel. Die fiktive Option, du kannst nur verlieren. Also Eo und Lena, wollte mir jetzt gerade sagen, dass ich die Situation in die Wand gefahren habe? Nee. Ach so. Die hatte ich auch, das ist fix. Ja, mit dem ehrlich sein oder an die Regeln halten. Jetzt habe ich euch. Nimm C. Wenn das gehen würde, ist geil. C wäre für mich zu Hause bleiben. Fresse, Wolf. Also Ego. Das haben wir jetzt aber nicht gelesen. Ich will wissen, welchem Motiv du jetzt stehst. Das ist schwierig für mich. Weil ich einerseits jemand bin, der, das finde ich auch gut, dass du das danach sagst, vorher hätte ich jetzt auch, also wenn du jetzt angelegt hättest zu der Antwort, hätte ich auch nicht in den Chat gelesen. Ich bin ein Mensch, der sich sowohl an die Regeln hält, als auch die Wahrheit, also ein Verfechter der Wahrheit ist. Daher ist das gerade so ein echt innerer Disput von mir. Weil natürlich ist es gefährlich, der Chris weiter anzulügen und ihm einzureden, dass er die Kräfte hat. Andererseits ist es mega gefährlich, ihm die Wahrheit zu sagen. Obwohl er ist ein Kind. Und die meisten ältere Menschen glauben ein Kind nicht. Boah, das ist gemein. Das ist gerade wieder so ein Moment, wo ich das Spiel wieder scheiße finde. Aber wir müssen das Geheimnis eigentlich schützen, weil wenn das rauskommt, gerade in Amerika, aber es könnte Chris halt in eine gefährliche Situation bringen, dass er denkt, dass er irgendwas könnte, was er nicht kann. Und ich meine, wir reden von Life is Strange. Mich würde es nicht wundern, dass die gleich in den Laden reingehen, da irgendwer eine Pistole steht und die erschießen will und Chris meint, er könnte die alle beschützen, er kann es nicht. Dass ich ja überhaupt schon so weit denke. Das ist dieses Spiel einfach schuld. Wenn ich es rausfinde, bist du doppelt am Arsch. Naja, gut. Ich glaube nicht, dass wir lange da bleiben werden, Wolf. Also an sich ist das, glaube ich, nicht. Aber wenn der Vater es rauskriegt, wenn wir es jetzt verraten und unsere Groß... Ich meine, über unsere Großeltern haben wir jetzt eh schon verschissen, weil wir gefahren sind. Also die kann ich eigentlich in der Diskussion gerade mal kurz außen vor lassen. Ich versuche das so hart gebannt zu werden, aber der ist so schwer mit den Pappnasen. Aber das ist so schwer mit den Pappnasen hier. Warum willst du gebannt werden, Neo? Ist das ein Fetisch?
Es ist halt... Ich kann doch gerade meine Kamera wieder machen, damit du überhaupt noch wüsstest, dass ich da bin. Mehr eine Wette. Mit wem hast du denn... Mit wem hast du denn gewettet? Spoiler und du bist weg. Nö. Also, ja, doch. Ja, bei Story Games schon. Aber ich muss ja nicht lesen. Was ist fehlt? Katze, das ist nichts, was du wissen musst. So gesehen eine Vorliebe. Danke, Koka. Vielen Dank, dass du den Satz freigegeben hast. Ah, scheiße. Mein Bauch sagt mir und mein inneres Bedürfnis sagt mir, dass wir eigentlich Chris nicht anlügen sollen. Aber mein Kopf sagt mir gerade, dass das mega dumm ist und wir das Geheimnis eigentlich lüften müssen. Und das ist gerade... Ich kam auf die Erklärung gespannt. Hab ich gesagt, eine Vorliebe. Weil der 4 und andere spielen wäre C. Ja, aber das will ich ja nicht. Ich will das Spiel ja schon weiter spielen. Aber das ist echt hart. Es ist echt hart. Entscheide dich, Nolan. Ich habe schon mal einen Kommentar zu verändern. Hörst du mal auf, mich so unter Druck zu setzen? Und dass ich vorher gleich dich bannen, Lena. Ah, ich würde bekommen. Ah, ist fein, Koka. Ah, ist fein. Kopf gegen Bauch. Kopf gegen Bauch. Ich bin und bleibe ein Gefühlsmensch. Okay. Get in trouble thinking he can make shit fly or he could get hurt. So you want me to tell him the truth? Well, I don't want you to lie anymore. You don't have to tell him everything, but don't let him think he has magic powers, okay? You swear? Okay. I swear. Deal. I'm counting on you, Anano. Can I go see Chris now? Yeah, let's go. Das Gefühl, dass der Junge immer genervter ist, egal was ich ihm sage. Freundschaft kann halt mit so einer Lüge nicht funktionieren. Wenn der Chris Freundschaft will, dann darf er ihn nicht anlügen. Richtig. Aber ich habe ihn doch schon davor nicht so auf das Geheimnis geachtet und meinte, dass es eine gute Sache war, dass er Chris gerettet hat. Es war ja an sich eine gute Sache, aber es ist auch eine gute Sache, das Geheimnis zu halten. Bock gesagt, dass er Chris nicht anlügen soll. Wenigstens haben wir da mal übereingestimmt, wir zwei. So, un momento. Okay, das habe ich verkackt, weil ich den nicht richtig geraten habe, nehme ich mal an. Warte mal auf Episode 3. Der Junge entwickelt eine serious attitude. Ist die fix oder richtet sie sich nach dem, wie ich gespielt habe? Und deswegen will ich keine Kinder, Leute. Meine Kinder würden von mir nicht viel Gutes lernen. Teils. Oh mein Gott. How can they sell so many trees in such a small town? Ich bin immer noch bei Whom und Lock. Großes Lob und deine Schwerter sind exquisit. Und ja, aber ich hab's gemerkt. Habt ihr eine Wette miteinander laufen, ihr zwei? Dad pushed every year to get a plastic tree, but we never surrendered. Plastiktanne wäre besser als nicht Bäume abzuholzen. Sorry, man. I prefer my pine trees alive. Behold, the giant condom machine. Wow, Sean. Wow. Wirklich? Of course he can. Jeez. Daniel Snowman wasn't that creepy after all. Okay, just pick the one you like and come get me. Deal? Deal.
Hier muss doch irgendwo eine Gitarre sein, oder? Looks like someone went nuts over these blocks. Ich werde dich zur Not an das Collectible erinnern, aber ich glaube, das bekommst du ohne mich hin. Eine Gitarre und ein Baum. I wonder what will happen to the trees no one buys. Aber habe ich recht, Lena, dass ich das Collectible von den Superfiguren nur bekommen hätte, wenn ich richtig geraten hätte? Dear Santa, we've been good kids this year. Please explain this hot mess. Sure. Is that a yo-yo? Daniel had one back home. Ja. Betty loved this. Wir klauen hier gar nichts. This is so different from Seattle. Damn it. Don't know if I can get you. Ewan, deine 5 Minuten Testosteronüberschuss überstanden hast, sag Bescheid, ja? Man, it would have been so cool to have one of these before coming here. Hab mal Geld dazu, Jung. Hi everybody. We're taking a year off to run away from cops. Daniel has got telekinesis now. Alles voll normal. We only sell handmade local products. Come take a look. Mein Geld. $4.03. Hat mir nicht mal mehr. Oh. She looks so out of place here. Cool. Cool. Okay, wir hören es nicht. Schade. It's me. Oh doch. It's me. You've come to take my duality. Wakes the midnight time. I could not see if I were you, were you, were me. We play the game skillful ends, and so I asked for your demands. Give me your love, give me your gun, and you traced us back to where we've gone. So the morning came and swept the night away, and I was looking for a way to disappear amongst the quiet things and all these empty streets. I found a way, I found a way to reappear. Wow, you made it all the way through. Weird. You got a crush on me or something? What? No, I nur weil ich gute Musik zu schätzen weiß. Cool. I just relax, dude. It's cool that you listened. People are usually too busy to care. You have a great voice. You should be on one of those singing shows. That's kinda nice. Not really my thing, though. I hate TV and show business shit. Well, nachvollziehbar. Thanks for the music. And good luck. See ya. Kann ich dir Geld geben? Magst du mal einen riesen Dank an dich weitergeben? Die Pfosten haben so viel Arbeit. Eo, kann man dir helfen heute? I do weddings and bar mitzvahs as well. Anyone interested? Was zur Hölle treibst du? Hallo? Papierteller? It's not much, but she probably needs it more than me right now. $1 haben wir jetzt gegeben. Wow.
Hey. Hey. Miss me already? What? Sie ist hier direkt. No, I mean... I'm just messing with you. It's nice to chat for a change. Me and my friends have been crashing here for the week. Nobody gives a shit about us. Yeah, I can tell you're not from around here. Now we are. Kinda. That sounds complicated. Trauma? Yeah. Baby got so. Lots. Huh. Yeah, I hear that. Way too much. What about you and your friends? Road trip? Not really. We kind of hop from place to place, hunting for little jobs. Must be a long ride. That's okay. We hop on trains. Gives us time to rest. Damn. That sounds kind of dangerous. Not really. If you can run and jump, you're pretty much good to go. Well, unless you get caught or fall, but we've been lucky so far. That's the best. Nobody tells us what to do. No corporation owns us. And you get to see so many cool places. Exactly. Next stop is Humboldt County, California. Stoner break. Not even close. We actually got work over there. Sean, what are you doing? We picked the tree with Chris. It's all crooked like an old witch. Oh, hi. Who are you? Ooh, your hair looks so cool. Is it a wig? Well, what do you think? I don't know, but it's really cool. I'm Daniel. What's your name? Hi, Daniel. I'm Cassidy. Cassidy. I dig your superhero outfit. I'm on a secret mission with my friend. It's very dangerous. I can tell. I hope you get your mission accomplished. And what's your name? Oh, Sean. I thought I told you. Now you did. Sorry, you went through some shit with the guys. How much you make? You ready? Okay. Hello, pups. Unerwartet. Is that your doggy? So cool. Yeah, he's been through a lot. Like most of us. So we adopted him. And he stinks. Yeah, you stink and you like it, huh? Well, he's not the only one. Have you checked your hair? I think it just twitched. You should keep your distance, dude. Hey, never too careful. Who knows what may crawl out of air? Oh, the pros join forces. You're already perverting him, Finn. Sorry. I know suburban boys is your thing. Are you kidding? You want to talk about your scoreboard, hotshot? Hey, no worries. Come on, let's bail. It was nice meeting you, Sean and Daniel. Stay out of trouble, goodbye. Kids. Goodbye. Hope we see you on the rails someday. Yeah. See you around. Your doggy was so cute. I miss Mush. Okay. I miss her too. Hey, excuse me. Hallo, deine Katze. Ich hoffe, dir geht's gut. Und schön, dass du da bist. Sorry, dude. We don't do leashes. Well, the city does. An unleashed dog is liable to a fine, so... You're gonna fine our dog? Well, that's not very nice. Loitering is illegal, too. And you don't live here, right? Right? Calm down, sweetie. We're allowed to visit the Christmas market. Our dog's not gonna eat you. Look at him. You better watch your mouth. You punks are always causing trouble. Oh, Sky. This is a nice town, okay? Jeez. Someone needs to get laid. He's out of pills. That's it. I'm calling the cops. Oh, God. He's gonna call the cops on us, Finn. Chill out. We're leaving this shithole anyway. You guys don't even have a Santa, for Christ's sake. Die beiden Dings Merry Christmas! Fucking parasites.
Ich darf auch mal einen tüchtigen Witz machen. Mal? Wieso mal? Should we do something about it? Nein. Ich freute mich nicht so. Was tut denn den ganzen Tag, Sky? Mir geht's gut und dir? Mir geht's auch gut, dankeschön. Und ich vermisse Trüffel auch, ja. Und Nami spielen keinen Streich.